Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, nutzt 5 von 5. Dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat euch und mir und ihm 5 Ratschläge gegeben. Nutze die Jugend, bevor du alt wirst. Jetzt, wo du Kraft hast, jetzt, wo du arbeiten kannst, jetzt, wo du Iman hast, arbeite für deine Religion, Bruder. Lass mal diese Dunya, ein Ford Fiesta fertig von A nach B, ein BMW 8er fertig von A nach B. Hat Allah dir den Weg zum 8er leicht gemacht? Nimm den 8er. Bissachtikum, möge Allah dir einen Ferrari geben, nicht 8er. Aber mach dich wegen diesen 8er nicht verrückt. Hat Allah dir den Weg zur Dunya leicht gemacht? Nimm sie, genieß sie, leb sie, trink sie. Aber wenn es dazu kommt, dass du die Dunya opfern musst, dann opfer sie. Das will Allah. Allah will nicht, dass du die Dunya ablehnst. Allah will von dir, dass wenn die Zeit gekommen ist, ein bisschen abzugeben, dann gibst du davon ab. Das will Allah von euch. Nutze deine Jugend vor deinem Alter. Denk nicht, wenn du deine Jugend verbracht hast in Sünden und in Schwachsinn und in weiß was ich. Und wenn ich jetzt Hajj bin, dann mach. Viele sind dahin gegangen und sind als Touristen wiedergekommen. Hajjis gibt's wenige. Nutze deine Jugend jetzt, jetzt. Guck mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, selbst die Arbeit und das Einkaufen nach Hause ist Sadaqa für dich. Du kaufst Cola für deine Kinder zu Hause, Sadaqa. Allah rechnet dir das als Spende an. Nutz deine Jugend für diesen Deen aus. Weck deine Kinder auch zu Fajr. Aber die tun mir leid. Weck dir auf. Die sollen das lernen von klein auf. Nutze deine Jugend, bevor dein Alter kommt. Denn wenn dein Alter kommt, wirst du nicht mehr. Wallahi, ich habe mit einem Bruder geredet. Der hat eine Krankheit bekommen, der kann sich nicht mehr verbeugen. Wisst ihr, wie der geweint hat? Wisst ihr, wie der geweint hat? Er sagt, ich schwöre bei Allah, ich vermisse den Sujud. Ich vermisse den Sujud wieder für Allah zu machen. Ich bete so, aber es ist nicht dasselbe. Ich will meine Stirn wieder auf diesen Boden tun für Allah. Nutz das aus. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nutze deine Gesundheit vor deiner Krankheit. Abdullah ibn Abbas, beste Beispiel. Abdullah ibn Abbas, ein Sahabi, gibt es kein zweites Mal. Sehr, sehr großer Sahabi, sehr, sehr großer Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt eine Überlieferung, er wurde sehr, sehr krank und konnte sich nicht mehr bewegen. Und dann kamen die Sahaba und haben ihn besucht. Und er war dann richtig am Weinen und sagte, ja, Abdullah ibn Abbas, weinst du, weil du krank bist? Er sagte, ich weine nicht, weil ich krank bin, weil ich weiß, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeder Schmerz, jede Krankheit reinigt den Muslim von seinen Sünden. Ich weine, weil ich krank bin und mich nicht mehr für meine Ibadah konzentrieren kann. Weil jetzt bist du gehindert, du kannst nicht beten, du kannst nicht fasten. Nutze deine Gesundheit vor deiner Krankheit. Baba, was machst du, mein Schatz? Du willst mal, geh zu Mama. Ihr müsst kämpfen. Ihr müsst eure Jugend, guck mal, mein Sohn. Ich nehme ihn nicht aus Spaß mit. Er soll von klein auf lernen, was Dien bedeutet. Von klein auf soll er lernen. Ich will, dass Allah, ich wünsche mir das vom Herzen, Wallah, dass einen Tag mein Sohn hier sitzt und ich da sitzen kann und ihm zuhören kann und sagen kann, ja Rab, ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe meine Arbeit gemacht, ja Allah. Ich habe mich und meine Familie vor einem Feuer geschützt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nutzt eure Gesundheit vor eurer Krankheit. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, nutzt eure Freizeit vor eurer Beschäftigung. Das heißt, ihr könnt arbeiten gehen, du kannst studieren gehen, du kannst lernen gehen, du kannst eine Ausbildung machen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und Allah hat das nicht verboten. Aber du lebst nicht für diese Dunya. Du lebst auf dieser Dunya für das Paradies. Das heißt, du kannst studieren gehen. Aber hindert dich das an deine Pflichten gegenüber Allah, musst du deine Prioritäten als zweite setzen. Dann kommt Islam wieder eins und dann kommt Studium zwei. So funktioniert das. Du musst deine freie Zeit vor deiner Beschäftigung. Wenn du arbeiten gehst, wirst du abends nicht Qiyam al-Layl beten. Du bist müde, du willst schlafen gehen. Richtig? Wenn du morgen früh um 6 Uhr morgens aufstehen wirst, wirst du nicht zu Sahur aufstehen und was essen. Richtig? Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nutzt eure freie Zeit. Viele sagen, ja Bruder, ich kann nicht beten. Ja, was ist denn mit Samstag? Ich kann nicht Fajr aufstehen, weil Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit. Was ist denn mit Samstag, Bruder? Ja, Samstag arbeite ich auch. Okay, was ist denn mit Sonntag? Warum stehst du denn, Sonntag ist Ruhetag. Warum stehst du denn da nicht auf und betest? Warum wächst du denn da nicht deine Frau, deine Kinder auf und sagst, komm, wir müssen Fajr beten? Warum gehst du denn da nicht Duhur zum Masjid? Ja, ich muss mich ausruhen. Ja, wie erwartest du denn das Paradies, lieber Bruder, liebe Schwester? Was denkst du denn? Für einen Garten musst du besondere Taten machen. Oder mindestens das Minimum einhalten. Hältst du nicht das Minimum ein?
musst du dich noch viel, viel mehr anstrengen. Weil du hältst ja noch nicht mal die Pflichten ein. Da musst du freiwillige Taten machen, die gewaltig sind. Nutze deine freie Zeit, bevor du beschäftigt bist. Ihr habt Ferien. Heute ist Samstag. Betet, steht auf zu Fajr. Könnt ihr nicht aufstehen, bleibt wach bis Fajr. Wenn ihr dann Schule seid, arbeiten seid, passt euch das an. Trotzdem musst du deine Pflichten einhalten. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nutz das Leben vor deinem Tod. Das Leben vor deinem Tod. Du lebst nur einmal, du stirbst nur einmal. Du lebst nur einmal, du stirbst nur einmal. Nutz dein Leben aus, Bruder. Nutze dein Leben vor deinem Tod. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nutze dein Reichtum vor dein Armut. Es gibt einen Sahabi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer gesagt, spendet, 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 kauft euch einen Schatten in Yawm al-Qiyamah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Sonne über den Köpfen der Menschen ist, schwitzen sie. Mit der Spende kauft euch einen Schatten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hört zu, wenn ihr krank seid oder kranke Menschen habt, spendet, Allah nimmt die Krankheit weg. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, spende, nimmt die Prüfung weg. Du hast eine Prüfung, du kommst nicht weg, spende. Er nimmt die Prüfung weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, spendet und euer Leben wird länger. Reichtum ausnutzen vor ein Armut. Und der Sahaba hat das gehört, der war arm. Der hatte kein Geld zum Spenden. Der wurde traurig, der hat sich sogar vor der Moschee hingestellt. In der Hoffnung, Sahaba geben ihm Geld als Spende. Kein Sahaba hat ihn gegeben. Dann ist er nach Hause gegangen und hat seine Hände gehoben und sagte, mein Herr, du weißt, ich bin arm. Du weißt, keiner ruft mich zur Arbeit. Du weißt, ich habe kein Geld, aber ich will dir auf den Weg spenden. Mein Herr, jeder, der mich beleidigt hat, jeder, der über mich gelästert hat, jeder, der über mich gelacht hat, ich vergebe ihn. Nimm das als Spende von mir. Zu Fajr kommt er in die Moschee und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer war derjenige, der dieses und dieses und dieses Bittgebet gesprochen hat? Er sagte, ich, ja Rasulullah. Er sagte, du sollst wissen, Allah hat sie angenommen. Allah hat deine Spende angenommen.